Wir unterscheiden zwei Gruppen von Entzündungszeichen. Einmal die vier klassischen Entzündungszeichen nach Celsus, einem römischen Arzt. Und dann das fünfte Entzündungszeichen nach Galen. Wir werden uns das anschauen. Das erste Entzündungszeichen ist Kalor. Das zweite Dolor. Dann haben wir Tumor, das dritte. Und das vierte ist Rubor. Kalor, Dolor, Tumor, Rubor. Bitte merken Sie sich das. Kalor wie die Kalorien, Wärme. Dolor wie Dolores, die Schmerzensreiche, der Schmerz. Tumor bezeichnet die Schwellung und Rubor, das ist die Rötung. Und zwar bei jeder Entzündung. Jede Entzündung weist diese vier Zeichen auf. Die Wärme ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen einer Entzündung eine Mehrdurchblutung stattfindet. Wir sehen diese Mehrdurchblutung unter anderem dadurch, dass das entzündete Gebiet geschwollen und gerötet ist. Aber gleichzeitig die Mehrdurchblutung führt zu einer Erwärmung des entzündeten Gebiets. Dolor heißt der Schmerz. Der Schmerz ist dadurch ausgelöst, dass verletzte, kaputte, defekte oder zerstörte, kaputtgegangene Zellen ein Gewebshormon freigeben, nämlich das Histamin. Und dieses Histamin ist die Flüssigkeit, die uns zum Beispiel auch bei Brennnesselkontakt Schmerzen verursacht. Dann kommt die Schwellung, das dritte Entzündungszeichen, Tumor, die Schwellung. Auch die ist zurückzuführen, wie auch das vierte, der Rubor, die Rötung, auf eine vermehrte Durchblutung. Das heißt, im entzündeten Gebiet werden die Kapillaren weitgestellt, das haben wir bereits gesehen. Diese Kapillarweitstellung bewirkt Wärme, Schwellung und Rötung, weil das Blut rot ist und Volumen enthält, also schwillt die Sache. Und das Ganze dient natürlich der beschleunigten Reparatur. Dann haben wir das fünfte Entzündungszeichen, nämlich nach Galen die Functio Laser. Laser, von diesem Wort abgeleitet, das deutsche Wort lädiert. Die Functio Laser bezeichnet die nicht lädierte, sondern beeinträchtigte Funktion. Das heißt, in dem Gebiet, in dem Gewebe, in dem eine Entzündung stattfindet, ist die Funktion des Gewebes beeinträchtigt. Und so haben wir die im Grunde fünf Kardinalsymptome der Entzündung.